Moin zusammen und frohe Weihnachten. Es ist ja der zweite Weihnachtsfeiertag heute und ich mache euch trotzdem ein kleines Video, denn es ist Sonntag und es kam bisher noch keins und ich habe ja versprochen, sonntags die Videos rauszubringen. Also gibt es heute auch ein kleines Uncut-Video und ich erzähle euch heute einfach mal, was ist denn meine Lieblingsausrüstung? Natürlich abgesehen von den Sportwaffen und so weiter, die ich habe, sondern die sonstige Ausrüstung. Was finde ich da am besten? Was finde ich da richtig, richtig gut? Es war natürlich Heiligabend und es gab Geschenke und ich zeige euch mal, was bei mir auf dem Gabentisch lag. Natürlich, gemäß meiner Hobbys gab es eine handgeschmiedete kleine Axt, um Feuerholz zu machen. Dafür ist die da. Ich habe ja eine größere, die ist so. Und ich habe noch eine ganz große Spaltaxt. Aber die kleine hatte ich noch nicht. Schwedisch, keine Ahnung, Grenzforce, glaube ich. Super Teil. Apropos, wenn ich hier irgendwas zeige, dann habe ich das selbst gekauft oder eben geschenkt gekriegt, wie das hier zum Beispiel. Aber nicht gesponsert bekommen und nicht irgendwie, ich mache hier keine Werbung für irgendwelche Leute, damit das klar geht, sondern will euch über meine Erfahrungen etwas weitergeben, mehr nicht. Ja, schönes Teil, finde ich, und coole Sache. Habe ich also wirklich schon mehrere und auch schon viele, viele Jahre. Krasse Teile. Und was passt dazu? Ich werde hoffentlich im Januar in Norwegen sein, wenn sie mich reinlassen. Das ist ja bei mir immer so eine Sache, kennt ihr ja schon. Da habe ich noch was Schönes bekommen und tja, könnt ihr euch ja vorstellen, wo es hingeht. Ich nehme nichts mit zum Schießen, sondern werde ein bisschen sportlich unterwegs sein. So, viel dazu. Ich habe mir gedacht, ich nehme mal die Top 5 und es ist mir wirklich, wirklich sehr schwer gefallen, das Richtige rauszusuchen und hätte ich Top 10 machen müssen. Eigentlich hätte ich Top 10 machen müssen, weil ich finde viele Dinge gleich gut. Aber ich zeige euch mal Platz Nummer 5 meiner beliebtesten Ausrüstung. Platz Nummer 5. Platz Nummer 5 ist mein Gehörschützer. Und zwar mit den schönen Silikonpads hier drinne. So, jetzt höre ich euch nicht mehr. Zack, eingeschaltet und ich höre wieder alles so wie eh und je. Also die Elektronik da ist einfach krass. Dieser Tragekomfort ist einfach krass. Das Ding ist super eng, wenn ich Flinte schieße oder sowas. Das passt alles. Und ich benutze die Dinger jetzt 12 Jahre. Also das ist der zweite. Der erste geht noch. Ich habe mal die Batterien auslaufen lassen. Ja, leider. Aber ansonsten einfach krass. Diese Teile. Und das neue Ding hat hier sogar so ein Gimmick. Ich glaube, wenn man beide drückt, dann geht hier eine Lampe an. Achso, muss erst an sein. Also wenn das Ding an ist und man hier drauf drückt, zack, dann leuchtet es. Und das reicht aus, um irgendwelche kleinen Sachen, wenn es schon ein bisschen dämmerig ist, zu sehen. Und das Licht ist ja nicht sehr stark. Ich mache das mal wieder aus. Zack. Das ist schon eine krasse Geschichte. Ich muss das Ding mal wieder ausmachen. Aus. Wenn es zusammenhaltet und es quietscht, Rückkopplung, dann ist es noch an. Lässt sich klein zusammenfalten, ist wasserdicht. Jedenfalls in dieser Form. Ich habe darüber ein Video gemacht. Guckt euch das nochmal an. Das Teil ist einfach krass gut. Platz 5. Platz Nummer 4. Es liegt wieder alles auf der Erde. Platz Nummer 4 hat ein relativ neues Zweibein gemacht. Das habe ich ja schon 10 Jahre, aber das habe ich erst noch nicht mal ein Jahr. Aber es ist so gut. Es ist echt so gut, dieses Zweibein. Das ist das sogenannte Skypod. Das ist einfach krass, ne? Was man da alles verstellen kann. Ihr habt schon gesehen, ich habe die Beine verstellt. Ich kann die Neigung der Beine verstellen. Natürlich beide unterschiedlich. Und ich kann das ausziehen. Ich kann die Neigung nach vorne verstellen. Also es ist in alle Richtungen verstellbar. Und es ist einfach mega krass. Und ich kann es natürlich auch noch drehen und feststellen, je nachdem, wo ich hier drauf drücke. Das muss man natürlich ein bisschen lernen. So, jetzt ist es, kann ich es verdrehen hier oben. Ja, sieht man so ein bisschen. Und wenn ich das hier wieder einraste, wenn es gerade ist, ich habe keine Brille auf, so, dann ist es wieder fest und lässt sich nicht verdrehen. Das ist schon super. Man kann die Friktion einstellen. Es hat einen AK-Swiss-Anschluss. Es hat einen Barricade-Stop dran. Es ist das krasseste
was ich an zwei Beinen jemals gesehen habe. Es lässt sich mit zwei Fingern aufmachen und zumachen. Nicht eine zweite Hand, sondern vorgreifen, klack. Also es ist einfach gut. Und das ist selten. Bei zwei Beinen, ich habe ja sonst immer das Atlas gehabt. Das ist auch okay, super, aber es kommt lange nicht an dieses Bipod oder Zweibein heran. Platz Nummer 4. Es wird sich vielleicht noch weiter nach vorne kämpfen. Mal sehen, was die Zeit so bringt. Ich bin gespannt auf die dynamischen Wettkämpfe, wenn endlich mal wieder irgendwann sowas losgeht. Aber lassen wir das Thema. Ja, jetzt meckern wir ein andermal. Platz Nummer 3. Platz Nummer 3 hat sich etwas erkämpft, was ich selber gebaut habe. Hätte ich nicht gedacht, finde ich aber so gut mittlerweile. Also ich habe schon so oft benutzt. Das sind meine Munitionshalter. Ja, hier ist noch voll. Da passen noch 30 Stück rein hier in so ein Package. Und extrem leicht und natürlich sehr handlich. Und hier ist so ein Aufmunitionier-Ding. Das kann ich hier ranhängen. Und habe ich hier für einen Durchgang, für eine Stage, meine maximal 14 Patronen. Plus 2 am Gewehr, es ist einfach, ja, es geht schnell. Na, ich kann die hier einfach rausziehen und wieder reinstecken, das ist einfach gut. Und ich habe das Ganze hier in einer, was ist das, Tiger, na ihr wisst schon, TT, in einer TT-Tasche. Da passen die genau rein, ich habe die genau dafür gebaut. Und ich habe natürlich ein Video gemacht darüber, wie man die Geschichte baut. Und ich finde es ist einfach gut. Na, ich kann das jetzt hier zusammen machen. Ich habe davon noch eine zweite Tasche und dann habe ich über 100 Schuss. Und das ist extrem flach. Es ist biegsam noch. Ja, ich kann es überall reinstopfen. Das ist nicht wie eine feste Box und passt sich überall an. Also man kann es auch natürlich auch an die Seite dran machen. Ich glaube, viel besser geht es nicht. Platz Nummer 3. Eigenbau. Hätte ich nicht gedacht früher. Platz Nummer 2. Platz Nummer 2 ist ein super cooles Teil, ein Laserentfernungsmesser, und das Ding ist natürlich mega krass von Vectronics. Okay, ich gebe zu, das ist ein Militärgerät, aber das Ding kann messen, es kann Sonne scheinen, wie will. Das Problem bei LEMs ist ja die krasse Sonne am Mittag, und da kann man dann auf dem Kilometer nichts mehr messen mit so einem kleinen Teil. Aber das ist einfach nur krass gut, und ich benutze das, ich habe eine Tasche dafür. Und ich kenne nichts Besseres, außer, Achtung, muss ich nochmal schnell hochhalten, das ist quasi die zivile Variante, die ist auch nur, kostet nur ein Viertel. Das heißt aber nicht, dass das Teil billig ist. Ja, leider kostet das auch irgendwie, naja, guckt ihr nach. Ich verlinke euch das wie immer auf meinem Blog. Ist meine komplette Ausrüstung verlinkt, alles, was ich vorgestellt habe, was ich gut finde und was ich selber gekauft habe, logischerweise. Das ist auf meinem Blog, wo ich auch Erfahrungen darüber habe, und das ist alles verlinkt, und da sind ganzen Videos dazu auch verlinkt. Müsst ihr mal drauf gucken, schreibe ich in die Videobeschreibung. Ja, das ist die zivile Variante, misst quasi genauso. Die ist halt noch mal ein bisschen cooler. Gibt es auch in einigen Filmen zu sehen, ich sage jetzt nicht welche. Und ja, ist die trotzdem sehr, 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 sehr cool, aber ich mag das Ding einfach noch lieber. Und ja, hat sich Platz 2 erkämpft. Platz 2 brauche ich für Long Range, ganz klar. Ist ein mega Teil. Käffchen. Platz Nummer 1. Eines meiner, ja, das Gerät habe ich schon ewig und ich brauche es immer zu. Also zumindest beim Long-Range-Schießen brauche ich es immer zu. Versteckt sich hier in meiner kleinen Tasche. Voilà, das Teil hat sich auf Platz Nummer 1 gekämpft. Ja, zum Anfang habe ich ein bisschen gehadert, aber es ist einfach, wenn man versteht, damit umzugehen, und wenn man die richtigen Daten hat und die einfüttern kann, dann ist das einfach das perfekte Gerät. Es gibt nichts Besseres, nicht zu vergleichen mit einer App auf dem Telefon. Das ist, wenn ich das bewerten müsste mit Note 1 bis 10, ist das, also 1 ist schlecht, 10 ist gut, ist das 1 und das 10. So viel dazu. Ich kann das erörtern, aber nicht heute. Ja, das Kestrel 5700 Elite, also mit dem Ballistikrechner, ist einfach ein krasses Teil, wenn man damit richtig messen kann.
was man auch üben muss. Und wenn man damit richtig berechnen kann, dann rechnet das genau und schnell. Und man kann ruckzuck auf einen Kilometer auch ein A4-Blatt treffen, falls das Gewehr richtig schießt und nicht gerade der Wind in Orkanstärke pfeift. Ist das ein krasses Teil. Also, das ist mein Lieblingsausrüstungsteil. Muss man aber genau kennen und beherrschen. Habe ich auch schon Videos drüber gemacht. Ich habe über alle Dinge Videos gemacht, die hier liegen. Und ich verlinke euch diese 5 Videos. Und dann könnt ihr einfach nochmal reingucken. Ja, das waren diese meine 5 liebsten Ausrüstungsgegenstände, die ich habe. Ich werde das Gleiche natürlich auch mit Waffen machen demnächst und euch mal meine 3 Lieblings- oder 5 Lieblingswaffen zeigen, die ich am liebsten mag und mit denen ich am liebsten Sportschießen betreibe. Das Ganze, eigentlich sollte noch ein 6. Teil dazukommen, ich gebe zu. Das Ganze muss ich ja irgendwo unterbringen und alles, was hier liegt, außer das Zweibein, obwohl, nee, das ist ja auch da drin, das ist ja an der Waffe dran, ne? Das Ganze habe ich in dieser Tasche und diese Tasche gehört eigentlich mit dazu. Ja, das ist jetzt Nummer 6, aber das ist eigentlich ein krasses Teil. Das ist ja eine Sonderedition, ich habe die auch schon vorgestellt. Das Video blende ich auch noch ein. Und ich habe gedacht, die gibt es nicht mehr zu kaufen. Und ich habe sie auch wirklich 1-2 Jahre gesucht und nicht gefunden. Und ich habe herausgefunden, wo es diese Tasche gibt. Und zwar bei Victrix in Italien. Und mein bester Büchsenmacher verkauft die auch. Klar, ist jetzt ist es Werbung. Okay. Aber ich kriege dafür nichts. Ne? Also wenn ihr die Tasche kaufen wollt, die gibt es dann noch in Schwarz. Also natürlich nicht in dieser Sonderedition. Die gibt es in Schwarz und die ist einfach genial. Ich verlinke das Video, guckt da mal rein. Und ich habe für statisches Long Range oder fürs normale Schießen gehen nichts Besseres gefunden. Und ich habe 10 Gewehrtaschen und ich glaube 4 Gewehrkoffer oder 5 oder 6, keine Ahnung. Also ich habe genug von dem ganzen Zeug und ich habe schon alles gesehen und wahrscheinlich auch alles gehabt. Und das ist das Beste, was es gibt. Okay, aber Schluss für heute. Gewinner. Und das war's schon. Kleines Uncut-Video zu Weihnachten. Vielen Dank fürs Reinschauen. Daumen hoch, würde ich mich freuen. Kanal abonnieren nicht vergessen. Und ich sage, ciao, bis zum nächsten Mal.